Sag mal, Dirk, wenn du 18 wärst, was würdest du deinem 18-jährigen Ich raten? Oder Dirk, ich bin 18, 16, 20. Dirk, welche Tipps hast du für mich? Dirk, wenn du nochmal 18 wärst, was würdest du anders machen? So, diese Fragen bekomme ich ganz oft. Auch durch solche Interviews wie mit Kollega ist meine Zielgruppe gerade hier bei YouTube deutlich jünger geworden. Und darauf gebe ich jetzt mal eine Antwort. Und die wird ein bisschen ausführlicher sein, aber dafür ist wirklich auch alles drin, was ich dazu zu sagen habe. So, dieses Video nehme ich auf in Dubai im Surfhaus. Ich liebe Surfshops. Also nach Buchgeschäften direkt die Nummer 2 Surfshops, wobei Fahrradgeschäfte sind auch nah dran, Surfshops. Als ich 12 war, habe ich angefangen mit Windsurfen. Damals noch im Sauerland auf dem Biggesee, und am Anfang fand ich das nicht so witzig. Aber je besser ich wurde, desto mehr Spaß hat es gemacht. Und für mich war klar, mit 15, 16, 17, ich werde Surflehrer. Natürlich, ich werde Surflehrer. Meer, Sonne, Strand, Sport, den ganzen Tag nur in Shorts rumlaufen, das war meins. Also, wenn mich einer gefragt hat, was willst du mal werden, habe ich gesagt, ich werde Surflehrer, eindeutig. Und ich kann es beweisen, weil ich habe ein ganz durchschnittliches Abschlusszeugnis von der Realschule, weil ich die letzten Jahre auf der Realschule echt keine Lust mehr hatte. Ich habe den Sinn nicht gesehen in diesem Lernen. Weil ich wollte ja Surflehrer werden. Und wofür braucht man dann Geometrie und andere Dinge? So, als ich dann mit der Schule fertig war, ging es darum, so Dirk, was machst du jetzt beruflich? Habe ich gesagt, ja, Surflehrer. Nee, haben meine Eltern gesagt, jetzt mal ehrlich. Ja, Surflehrer. Nein, du musst doch einen Ausbildungsberuf machen, du musst doch was Ordentliches machen. Und da habe ich mich nicht drum gekümmert. Also bin ich von der Schule runter und ich wusste nicht, was ich beruflich machen sollte. Meine Eltern haben gesagt, nee, also Surflehrer, das kannst du knicken, das wird nichts. Okay. Es gab damals 2 Ausbildungen für Surflehrer. Die gingen aber erst, wenn du 18 bist. Und ich war damals noch keine 18. Und die haben irgendwie zwischen 5.000 und 10.000 D-Mark damals gekostet. Das Geld hatte ich natürlich auch nicht, aber meine Eltern hätten es gehabt. Wie auch immer, was würde ich meinem 18-jährigen Ich raten und was rate ich dir, wenn du 16, 18, 20 oder 22 bist? Ich rate dir, folge deinem Herz, folge deinen Träumen. Was soll Schlimmes passieren? Ich werde Surflehrer, ich gehe irgendwo in die Karibik, auf die Kanaren, irgendwo hin. Und nach 2, 3, 5 Jahren sage ich, ach, das ist es doch nicht, dann kann ich immer noch wiederkommen und eine Ausbildung machen oder das Abitur nachmachen oder. Aber hey, verschieb deine Träume nicht. Deswegen hier im Surfshop, die Verbindung zu diesem Video ist einfach, ich liebe Surfbretter, ich liebe das Surfen. Windsurfen, Wellenreiten, Subpaddeln, Kitesurfen, das ist absolut meins. So, was bedeutet das für dich? Die erste Frage ist, wer bist du? Ja, wenn du in dem Alter bist, wer bist du? Was macht dir Spaß? Was macht dir richtig Spaß? Was kannst du gut? Was kannst du richtig gut? Lerne dich erstmal kennen. Wenn du so jung bist, du selber empfindest das nicht als jung, aber wenn du so jung bist, dann musst du dich erstmal selber kennenlernen. Frag mal deine Eltern, deine Lehrer, deine Freunde, frag mal dein Umfeld, wer bist du? Also, wie nehmen die dich wahr? Schau mal, dass du einen Abgleich hast zwischen deinem Selbstbild, wie du dich selber siehst, und deinem Fremdbild, wie dich andere sehen. Eine starke Persönlichkeit hat da ganz wenig Abweichung nur. Also, wer bist du? Was machst du gerne? So, und jetzt kommen spannende Sachen. Es gibt 327 Ausbildungsberufe in Deutschland, anerkannte Ausbildungsberufe. Bürokaufmann, Industriekaufmann, Fliesenleger und so weiter.
Aber wer sagt, dass es so ein Beruf sein muss? Wer sagt das? Das ist ein altes Denken. Schau mal, meine Eltern sind groß geworden. Das ist die Generation nach dem Krieg gewesen. Die sind groß geworden mit, du brauchst gute Noten in der Schule. Du brauchst am besten Abitur. Dann studierst du und dann suchst du dir einen Job in einem möglichst großen Unternehmen und dort machst du Karriere, bis du irgendwann in Rente gehst. Das ist der perfekte Lebensentwurf der Generation meiner Eltern gewesen. Und das färbt natürlich ein bisschen ab noch auf meine Generation. Ich habe auch gehört, Dirk, mach mal Abitur und Dirk, studier doch mal. Aber habe ich alles nicht gemacht. Habe ich nicht gemacht. Und heute, kann ich dir ganz offen sagen, heute ist es auch wurscht, dass ich kein Abitur habe und kein Studium habe. In meinem Team, bei meinen Mitarbeitern, haben fast alle Abitur. Einige haben ein abgeschlossenes Studium. Aber ich nicht. Wenn ich was nicht weiß, dann suche ich mir Leute, die es wissen. Und die bezahle ich dann dafür. War das immer so? Nein, natürlich nicht. In den 10 Jahren nach der Schule habe ich das immer wieder bereut, dass ich kein Abitur gemacht habe, dass ich nicht studiert habe. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich was verpasst habe. Heute habe ich das nicht mehr. Und heute bin ich auch ein Stück weit froh, dass ich die Zeit da nicht rein investiert habe. So, kommen wir nochmal zurück. Was kannst du richtig gut? So, jetzt sagst du vielleicht, ja, ich kann gut PlayStation spielen. Ich bin richtig gut beim Thema FIFA. So, jetzt gehst du zu deinen Eltern und deine Eltern sagen, was kannst du richtig gut? Und du sagst, ja, ich kann super FIFA spielen. Dann sagen die Eltern, ja, nee, also jetzt mal Ausbildungsberuf. Unsinn. Du kannst Profi-FIFA-Spieler werden. Du kannst Profi-FIFA-Spieler werden, natürlich. Und damit auch Geld verdienen. Du kannst Spieleprogrammierer werden. Du kannst Spieledesigner werden. Natürlich, du kannst bei den Firmen, die so etwas produzieren, anfangen und dort den ganzen Tag nichts anderes machen, als diese Spiele zu designen. Oder du hast einen YouTube-Kanal, du wirst YouTuber und du erklärst, wie man FIFA spielt. Oder du spielst gegen andere. Die reichweitenstärksten YouTube-Kanäle sind die Gaming-Kanäle. Guck mal, ich habe jetzt irgendwie 60.000 Abonnenten hier bei YouTube. Und damit mache ich so zwischen 2.500 und 3.500 Dollar YouTube-Prämie im Monat. So, das ist jetzt für meine Verhältnisse nicht so wirklich viel. Aber das ist schon mal was, wo man schon von leben könnte. Ja, mit angezogener Handbremse, aber davon kannst du schon leben. Und jetzt schau mal, wenn du einen reichweitenstarken Kanal hast bei YouTube, der 1 Million oder 5 Millionen Abonnenten hat, und das geht mit so einem Gaming-Kanal, verdienst du natürlich viele 100.000 Euro jedes Jahr. Das wissen aber deine Eltern nicht. Das wissen auch deine Lehrer und deine Freunde nicht. Also der Punkt ist dabei immer, was kannst du richtig gut? Was macht dir unglaublich viel Spaß? Was lernst du ganz schnell? Womit hast du Lust, unheimlich viel Zeit zu verbringen? Was würdest du auch tun, wenn es kein Geld dafür gäbe? So, und das sind jetzt mal so 3 Beispiele gewesen, wenn du dich für FIFA interessierst. Das sind natürlich keine Ausbildungsberufe. YouTuber ist kein Ausbildungsberuf. Aber es gibt genügend YouTuber, die Millionen verdienen. Nochmal, es ist kein Vorwurf gegen deine Eltern oder gegen deine Lehrer, dass sie das nicht wissen. Die meisten sind immer noch so unterwegs, dass sie sagen, nein, du musst ja studieren, nein, du musst ja irgendwelche Zertifikate haben. Nein, musst du nicht. Kommt drauf an, was du später machen willst, aber grundsätzlich musst du nicht machen. Also, ich sage dir, erstens, folge deinem Herzen. Zweitens, mach mal eine Inventur. Wer bist du? Was kannst du? Wenn du einen Rat annimmst zum Thema Berufswahl, dann nimm den Rat von jemandem an, der Ahnung hat. Und damit meine ich nicht den Berufsberater von der Agentur für Arbeit oder im Berufsbildungszentrum. Weil die haben nur ihre 327 Ausbildungsberufe. Ich spreche von Leuten, die da sind, wo du hin willst. Also, geh doch mal auf seine Game, also nehmen wir nochmal das Beispiel mit FIFA. Geh doch mal auf seine Gaming Convention und dann sprich mal mit Leuten, die bei solchen Herstellern arbeiten, die solche Sachen produzieren, die sowas programmieren. Frag sie, wie sieht dein Tagesgeschäft aus? Was verdienst du da?
Was macht dir besonders Spaß? Was sind die Schattenseiten an dem Job? Wie bist du in den Job reingekommen? Und was rätst du mir, wie sollte ich in den Job reinkommen? Und das kannst du übertragen. Das kannst du natürlich auch machen mit YouTubern. YouTube macht immer wieder Workshops und da werden die Leute eingeladen. Guck mal, dass du als Gast, als Begleitung mit in so einen Workshop reinkommst, wo Leute sind, die 1 Million oder mehr Abonnenten haben. Gamer. Und frag die Gamer, wie habt ihr es gemacht? Wie sieht euer Alltag aus? Was macht ihr genau? Welche Qualifikationen brauche ich dafür? Wie seid ihr damals da reingekommen? Wie habt ihr den Kanal so aufgebaut? Was ratet ihr mir? So, also frag Leute, die da sind, wo du hin willst. Und nicht deine Eltern an der Stelle. Die haben da in der Regel keine Ahnung von. Ich habe ein paar Buchtipps. Der erste Buchtipp ist natürlich Entscheidung, Erfolg. Erfolg ist immer zuerst eine Entscheidung. Das ist ein Buch von mir. Gibt es gratis. Link findest du unter dem Video. Dann das Einmaleins der Persönlichkeit von Friedbert Gay. Das ist ein ganz altes Buch. Kostet, glaube ich, 8 € oder so. Und da geht es um das DISC-Modell. Da kannst du so einen psychologischen Test machen und so ein bisschen rausfinden, was bist du für ein Typ. Und das dritte ist von Alex Fischer, werden wir auch unten verlinken. Alex Fischer, reicher als die Geissens, weil der hat dort eine Liste drin mit 14 Punkten, die du beachten solltest. Ja, wie du deinen Sinn findest, deinen Purpose findest. 14 Punkte und deswegen das Buch von Alex Fischer empfehle ich dir auch, gibt es auch gratis, nur gegen Versandkosten. So, was habe ich richtig gemacht? Ich bin mit 17 zu Hause ausgezogen, mit 17. Habe meine eigene kleine, gemietete, möblierte Wohnung gehabt. Und das rate ich dir auch. Zieh frühzeitig aus. Wenn du 18 bist, 20 bist, 22 bist, zieh aus. Zieh ein Stückchen weiter weg von deinen Eltern. Vielleicht sogar in eine andere Stadt. Komm raus aus deiner Komfortzone. Wenn du zu Hause wohnst, Mama kocht für dich, Mama räumt für dich auf, Mama geht einkaufen, Mama wäscht deine Wäsche. Wie willst du irgendwann erwachsen werden? Wie willst du dich als Persönlichkeit weiterentwickeln? Zieh aus, so früh wie möglich. Zieh aus, steh auf eigenen Beinen. Ich habe mit 17 angefangen, mein eigenes Geld zu verdienen. Ich habe mit 17 mich schon komplett selbst finanziert. Ich habe einen Job in einer Fabrik gehabt und ich habe Akkord gearbeitet und gutes Geld dabei verdient. Ich war schon mit 17, 18 komplett selbstfinanziert. Ausziehen, selbstfinanzieren bedeutet extrem viel Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Du musst eine starke Persönlichkeit sein. Und wann willst du damit anfangen? Ich habe damit mit 17 angefangen. Sport. Seit ich 15 bin, habe ich Leistungssport gemacht. Ausdauersport, Triathlon habe ich gemacht. Und ich rate dir dazu, eine Sportart zu finden und in jungen Jahren in dieser Sportart Vollgas zu geben. Warum? Weil Sport ist eine Charakterschule. Du lernst, dich zu organisieren, du lernst Disziplin, du lernst, morgens aus dem Bett zu kommen, du lernst, also gerade bei Outdoor-Sportarten lernst du, mit dem Wetter umzugehen, Kälte, Hitze, Regen, Dunkelheit. Ja, ein halbes Jahr in Deutschland verbringst du das Training in Dunkelheit. Also, Sport ist eine Charakterschule. Meine Tipps sind erstens, folge deinem Herzen. Lass dir nicht reinquatschen. Zweitens, zieh frühzeitig aus. Drittens, verdien Geld. Und das geht auch neben dem Studium, das geht auch neben der Schule, neben dem Abitur, neben der Lehre. Du kannst Geld verdienen. Und bitte jetzt nicht erzählen, ja, ich kann nicht ausziehen, weil ich habe nicht so viel Geld. Das ist die falsche Frage. Die Frage ist doch, was musst du tun, damit du dir eine eigene Wohnung leisten kannst? Und das ist nur eine Ausrede. Ja, ich verdiene nur 700 € in meiner Lehre. Ich kann zu Hause nicht ausziehen. Unsinn. Zieh aus, geh in eine WG, kostet dich 200 €, 300 €, hast du immer noch 400 € zum Leben. Also, Ausreden, das sind alles Ausreden. Wo ein Wille ist, ein Weg. Wer nicht will, findet Ausreden.
Was würde ich anders machen? Ich würde mich viel früher mit meiner Berufswahl beschäftigen. Also spätestens mit 14, 15 solltest du überlegen, was möchtest du gerne später machen? Mach Praktika, sprich mit Leuten, die den Beruf machen, für den du dich interessierst. Sprich mit denen, die das erstens schon lange machen und zweitens erfolgreich sind. Nicht mit den Losern. Die Loser raten dir davon ab, aber die, die lange dabei sind, die erfolgreich sind, die können dir dazu konkret was sagen. Also, frag die, die da sind, wo du hin willst. Geh ins Ausland. Ganz wichtiger Tipp. Geh ins Ausland. Mach nach der Schule 2-3 Jahre Ausland. Lerne eine andere Kultur kennen. Sprich eine andere Sprache. Komm aus deiner Komfortzone raus. Nicht Mama, Papa, nicht deine Freunde. Du musst dich komplett wieder neu behaupten. Und das lässt deine Persönlichkeit wachsen. Viele investieren in den Körper und gehen immer ins Gym und wollen, dass die Muskeln wachsen. Aber noch viel wichtiger als dicke Muskeln ist hier oben ein dickes Selbstbewusstsein, ein starkes Mindset, eine ausgeprägte Persönlichkeit. Geh ins Ausland. In den USA gibt es eine Religionsgemeinschaft, die Mormonen. Bei den Mormonen ist es so, ich weiß gar nicht, ob bei den Frauen, aber zumindest bei den Männern, die müssen ins Ausland in jungen Jahren. 1,5 Jahre müssen ins Ausland. So, und wenn du sagst, ja, ich spreche Portugiesisch, ich möchte gerne nach Brasilien 1,5 Jahre, dann geben die dir definitiv nicht Brasilien, sondern sie geben dir etwas, was komplett entgegen deiner Neigungen ist. Was weiß ich, Südkorea. 1,5 Jahre Südkorea. Eine Kultur, die du nicht kennst, eine Sprache, die du nicht verstehst, weit weg von zu Hause. Und jetzt lernst du, jetzt wächst du. Und nach 1,5 Jahren bist du eine andere Persönlichkeit. Das ist eine coole Sache. Raus aus der Komfortzone. Du musst dich weiterentwickeln. Dietrich Mateschitz, der Gründer von Red Bull, Multimilliardär, ich glaube sogar der reichste Österreicher. Dietrich Mateschitz hat in Thailand gearbeitet als Marketingmanager und hat dann in einer Zeitung gelesen, die Top 10 reichsten Thailänder. Und da war eine Familie bei, die Familie macht Energy Drinks. Dann hat er gesagt, wie bitte? Energy Drinks? Und damit sind die reichsten Thailänder? Damals gab es in Deutschland nur Isostar, wer sich noch daran erinnern kann. Isostar. 1990 habe ich das erste Red Bull getrunken. 1990. Ja, aber geh ins Ausland und du bekommst einen anderen Blick und du findest auf einmal Ideen, du findest Chancen, was du machen kannst. Raus aus der Komfortzone, dazu rate ich dir. So, dann immer die Frage, Dirk, soll ich meine Schule zu Ende machen? Soll ich mein Abi zu Ende machen? Soll ich mein Studium zu Ende machen? Soll ich meine Lehre zu Ende machen? Das kann ich nicht entscheiden. Das musst du selber entscheiden. Aber ich kann dir sagen, im Triathlon gibt es etwas, das nennt sich DNF. Also da hast du die Ergebnislisten von den Rennen und dann steht hinter dem Namen manchmal DNF. Das heißt, did not finished. Hat nicht das Rennen beendet. Eine Verletzung, ein Unfall, eine technische Panne oder er hat aufgegeben. Und das ist ganz spannend. Meine Vorbilder damals in meiner Jugend, das waren Triathleten wie Dave Scott oder Scott Tinley. Und bei denen gab es nie eine Ergebnisliste DNF. Niemals. Egal wie schlecht die drauf waren, egal was passiert ist, sie haben das Rennen immer beendet. Immer. Weil wenn du einmal anfängst, ein Rennen abzubrechen, weil es hier oben nicht passt, aufzugeben, dann ist es nachher viel einfacher, das wieder zu tun. Also, gib nicht auf. Es ist was anderes, wenn du etwas anfängst und dann in den ersten paar Wochen stellst du fest, du hast dich verirrt, verlaufen. Es war ein Fehler. Dann kannst du aufgeben, dann kannst du sagen, okay, ich korrigiere das. Aber nicht, wenn du schon in der Lehre 1,5 Jahre dabei bist. Dann ist es aufgeben. Oder Abitur, du hast noch 4 Monate bis zur Schlussprüfung. Dann ist es aufgeben. Oder Studium, du hast schon 4 Semester studiert. Dann ist es aufgeben. Bitte lerne etwas durchzuziehen, nicht einfach aufzugeben.
Ist ganz wichtig. Guck mal, du siehst das bei der Scheidungsquote. Wir haben eine sehr hohe Scheidungsquote von, ich glaube, 50% in Deutschland. Aber wenn du dir jetzt mal genau anguckst, dann werden nicht 50% der Menschen geschieden, sondern 50% der Ehen. Und wer sich hat einmal scheiden lassen, da ist die Hürde, sich ein zweites, drittes, viertes Mal scheiden zu lassen, viel geringer. Also, DNF, streich das, zieh die Dinge durch, die du dir vorgenommen hast. So, sollst du dein Abitur abbrechen? Sollst du deine Lehre, dein Studium abbrechen? Das kann ich dir nicht sagen. Das kommt darauf an, wo du hin willst. Du musst vom Ende her denken. Was willst du oder wer willst du sein in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren? Wie willst du leben? Bitte, wenn du in einem großen Konzern arbeiten willst und dort Karriere machen willst, als Angestellter, dann zieh dein Abitur und dein Studium durch. Wenn du aber weißt, du willst Unternehmer werden, wenn du weißt, du willst als Selbstständiger, als Freelancer arbeiten, dann brauchst du das Studium nicht. Nicht unbedingt. Du brauchst auch nicht das Abitur unbedingt. Das Abitur ist unter anderem hilfreich, weil du doch sehr jung bist normalerweise und auch als Persönlichkeit noch nicht so gereift bist. Und wenn du zumindest das Abitur hinter dir hast, dann bist du auch schon mal ein bisschen weiter als Persönlichkeit. Und deswegen ist das durchaus etwas, was Sinn macht, zu Ende zu bringen. Aber eine Lehre zu Ende zu bringen, weil du sowieso weißt, du willst nachher nicht als Angestellter arbeiten, ein Studium zu Ende zu bringen, weil du weißt, später auch nicht als Angestellter, brauchst du nicht. Mach da einen Haken dran. Raus da. Du musst bei allem, was du tust, dein Warum klären. Warum willst du das machen? Warum willst du Unternehmer werden? Warum selbstständig? Warum als Angestellter? Klär zuerst immer dein Warum. Weil wenn das Warum nicht geklärt ist, dann hast du immer nachher das Thema Motivation. Das ist immer eine Baustelle. Ist gut, ist eiskalt, lecker. Lass uns mal kurz unterscheiden, was ist ein Angestellter, ein Selbstständiger und ein Unternehmer? Also, angestellt bedeutet relativ wenig Risiko. Du tauschst deine Zeit gegen Geld. Du hast einen Arbeitgeber, der dir sagt, was du zu tun hast. Alles gut. Selbstständig heißt du selbst, aber dafür ständig, machst dein Ding. Und Unternehmer bedeutet, du hast eine Menge Mitarbeiter und die Mitarbeiter sind im Grunde genommen produktiv für dich. Du hast ein Geschäftsmodell entwickelt, was skalierbar ist, was automatisierbar ist und deine Mitarbeiter setzen das für dich um. Das ist Unternehmer. Wer verdient von denen am meisten? In allen drei Bereichen kannst du viel Geld verdienen. Mehr Geld, als du ausgeben kannst. Aber am allermeisten Unternehmer. Weltweit von 100 Milliardären sind 98, nee, das sind glaube ich nicht Milliardäre, Millionäre. Von 100 Millionären sind 98 Unternehmer. In Deutschland 95. So, und wenn du jetzt sagst, ja, ich will mein eigener Chef sein, deswegen will ich selbstständig sein, ich will immer selbst entscheiden, was ich tue, das vergiss mal ganz schnell. Auch ich als Chef kann nicht tun und lassen, was ich will, sondern meine Mitarbeiter fordern von mir, dass ich pünktlich da bin, dass ich meine Sachen pünktlich abliefere, dass ich genügend YouTube-Videos aufnehme, genügend Podcasts produziere, Bücher schreibe, auf der Bühne sauber abliefe, neue Ideen entwickle. Auch als Unternehmer wirst du gefordert von deinen Mitarbeitern, von deinen Kunden, von deinen Partnern. Also egal, was du machst, du musst immer für irgendjemanden arbeiten. Das ist nochmal als wichtiger Punkt an der Stelle. So, lass mich mal gucken. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ich rate dir, also wenn es jetzt darum geht, wie kann man neben der Schule, der Lehre, dem Abitur, dem Studium Geld verdienen? Ja, du kannst natürlich bei McDonald's an der Theke arbeiten, als Kellner, Autos waschen, Taxi fahren, kannst du alles machen. Ist auch mal gut, wenn du das ein paar Monate gemacht hast, damit du einfach siehst,
was es bedeutet, für sein Geld richtig zu arbeiten. Aber wenn es darum geht, intelligent Geld zu verdienen, dann ist meine Empfehlung in jungen Jahren, mach Network-Marketing. Schau dir ein Network an und geh da rein und schau, dass du so Vertrieb, Verkauf lernst. Affiliate und Online-Marketing kannst du wunderbar ohne Eigenkapital nebenher machen. Beide Sachen, beide Bereiche, die ich dir gerade empfehle, haben ganz geringe Einstiegshürden. Das ist der Vorteil für dich, weil du normalerweise kein Kapital hast. Andere Dinge haben immer eine hohe Kapitalmenge als Voraussetzung. Network-Marketing, null Kapital oder ganz wenig, irgendwas, was du dir zu Hause leihen kannst. Und Online-Marketing genauso. Mit beiden kannst du in jungen Jahren sehr schnell viel Geld verdienen. Plus, du lernst eine Menge. Du lernst im Online-Marketing wirklich intelligent vorzugehen. Und du lernst beim Network-Marketing mit anderen Menschen gut zu kommunizieren. Das sind beides ganz wichtige Skills für den Rest deines Lebens. Sammel Erfahrung. Im Network-Marketing kannst du viel Erfahrung sammeln. Es geht gar nicht mehr darum, dass du von Anfang an erfolgreich bist. Aber du lernst einfach viel über Menschen und über Kommunikation und über Verkauf. Nicht jeder ist für die Selbstständigkeit gemacht. Es gibt viele Menschen, die sind besser aufgehoben als Angestellte. In meinem Team gibt es Leute, die würden nicht glücklich als Selbstständige. Und ich kenne auch in meinem Umfeld Selbstständige, die besser nicht selbstständig wären, die besser als Angestellte irgendwo in einem guten Team arbeiten würden. Da hätten sie mehr Freude, mehr Glück, mehr Ausgeglichenheit und weniger Sorgen. Also es ist nicht immer so, dass jeder auch Unternehmer oder selbstständig sein kann. Nicht jeder ist dafür ausgerichtet. So, was habe ich noch für dich? Achte mal auf dein Umfeld. Man sagt, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Jetzt guck dir mal an, mit wem verbringst du deine Zeit? Deine Freunde und Freundinnen? Rauchen, Alkohol, Party? Geld ausgeben für Autos, für Klamotten? Netflix-Serien gucken? Was sind eure Interessen? Und wenn du so ein Umfeld hast und jetzt willst du aber erfolgreich werden, vergiss das wird nichts. Such dir ein anderes Umfeld. Such dir Leute, die älter sind als du. Such dir Leute, die auch dieses Mindset haben, die Erfolg haben wollen. Wenn du ins Network-Marketing gehst, such dir andere Networker. Online-Marketing, such dir andere Onliner. Geh auf die entsprechenden Konferenzen, geh auf die Veranstaltungen, lernt Leute kennen, die älter sind als du, die erfolgreicher sind als du. Und vermeide die Zeit, verringere die Zeit mit den Kumpels, die nur Party, Rauchen, Saufen und das andere Geschlecht im Kopf haben. Wenn du der Cleverste im Raum bist, bist du im falschen Raum. Das ist ein weiteres Zitat. Da ist aber viel dran. Wenn du in einer Gruppe bist und da bist du der Cleverste und die anderen orientieren sich an dir, dann bist du in der falschen Gruppe. Das ist zwar fürs Ego gut, aber nicht für deine Entwicklung. Schau, dass du da rauskommst. Schau, dass du dir ein anderes Umfeld suchst. Dein Umfeld will dich in der Regel bewusst, aber auch unbewusst, da halten, wo du jetzt bist. Weil wenn du dich veränderst, dann müssen die sich auch verändern. Das ist für die unbequem. Und damit meine ich in erster Linie deine Eltern, deine Family, deine Freunde. Die meinen es nicht böse, aber sie wollen, dass du so bleibst, wie du bist, weil du dann berechenbar bist und bequem bist. Lass dich da nicht drauf ein. Wenn du große Ziele hast, raus. Geh deinen Weg. Wenn du nach einem Job suchst, nach einem Beruf suchst, dann nicht nur danach, was macht dir Spaß, was passt zu deinen Neigungen, sondern auch, kann man damit Geld verdienen? Wo ist mein Geld? Du brauchst eine Zielgruppe, die auch bereit ist, deine Rechnungen zu bezahlen, deine Leistung zu honorieren.
Ja, also wenn du nur Zeit mit Leuten verbringst, die deine Rechnung nicht bezahlen können, dann wirst du irgendwann auch pleite sein. Also wenn du sagst, ja, ich möchte Krankenpfleger werden, der weltbeste Krankenpfleger, super, super, super. Aber damit wirst du kein Geld verdienen, das muss dir klar sein. Und wenn du meinen Kanal guckst, dann geht es auch darum, wie du Geld verdienst. Was würde ich auch machen? Ich würde mir Mentoren suchen. Vorbilder, Mentoren. Da gibt es unterschiedliche. Das kann dein Stiefvater sein, das kann ein Onkel sein, der erfolgreich ist. Das kann dein Opa sein, der erfolgreich ist. Das können aber auch andere fremde Leute sein, die erfolgreich sind. Aber die müssen viel weiter sein als du. Die müssen viel älter sein als du. Wenn du 20 bist, kannst du dir keinen 25-jährigen Mentor suchen. Das wird nichts. Du musst dir einen suchen, der 50 ist oder älter. Menschen mit Lebenserfahrung. Es müssen auch nicht immer Menschen sein, die du persönlich kennst. Das kann auch ein Steve Jobs sein, der schon tot ist. Und du kannst dich an ihm orientieren. Oder, was weiß ich, Dwayne The Rock Johnson. Ich finde den Typen unheimlich gut. Der hat eine besondere Arbeitsethik. Er ist morgens immer der Erste, er trainiert immer alleine. Er sagt, er ist der härteste Arbeiter im Raum. Ich finde den super, auch wenn ich den nie kennenlernen werde. Ich orientiere mich aber immer an dem, in bestimmten Bereichen. Finde einen Mentor. Finde Mentoren, finde Vorbilder, die dich inspirieren, die dir Orientierung geben. Das ist das Hauptproblem von jungen Menschen im Moment, nämlich Orientierung. Es gibt alles an Informationen, im Internet gibt es alles an Informationen, aber der Punkt ist, du musst Entscheidungen treffen und dafür brauchst du Orientierung. Und dafür brauchst du dann einen Mentor. Ich bin auch gern dein Mentor, aber eben virtuell, bei YouTube, im Podcast, auf den Seminaren, in den Büchern, nicht persönlich. Was würde ich noch anders machen? Ich würde viel früher anfangen, übers Business zu lernen. Also, wie macht man Geschäfte? Wie funktioniert die Wirtschaft? Ich würde mich viel früher mit dem Thema Geld beschäftigen. Wie verdient man Geld? Wie legt man Geld an? Wie wird man reich? Wie funktionieren Immobilien? Wie funktionieren Aktien? Ich würde noch früher lernen, wie man Mitarbeiter führt. Wie funktioniert Führung? Wie funktioniert Kommunikation? Und natürlich, ich würde noch früher anfangen zu lernen, wie man richtig verkauft. So, jetzt sagst du, der will nur sein Zeug verkaufen. Nein. Was ist denn Verkaufen? Verkaufen bedeutet, du willst eine Wohnung haben? Dann musst du dich verkaufen als den idealen Mieter. Du willst Geld haben von der Bank? Weil du irgendwie ein Start-up gründest, du musst dich verkaufen als Unternehmer. Du willst Leute einstellen, du musst dich verkaufen als Arbeitgeber. Du willst, dass dir jemand sein Auto leiht, du musst dich verkaufen. Du willst eine neue Freundin, einen neuen Freund haben, du musst dich verkaufen. Lerne verkaufen. Lerne verdammt nochmal verkaufen, so früh wie möglich. Es gibt viele, die zu mir in die Seminare kommen, gerade bei der Vertriebsoffensive, die ganz jung sind. Selbst wenn du noch keine 18 bist, kein Problem, du kannst gerne kommen. Bring bitte ein Blatt mit von deinen Eltern, wo deine Eltern ausdrücklich erlauben, dass du da hinkommen darfst. Und lass das unterschreiben und das zeigst du uns dann. Besorg dir das Ticket, bring noch jemanden mit. Komm nicht alleine, das ist immer ein Tipp. Aber lerne früh verkaufen, komm zur Vertriebsoffensive. Meine Videos werden das nicht ersetzen, was du da lernst. Mach keine Konsumschulden. Kauf dir deine Möbel nicht auf Pump. Kauf dir dein Auto nicht auf Pump. Kauf nicht eine Eigentumswohnung, wo du selber drin wohnen willst und finanzier die. Sondern das Einzige, wofür du dir Geld holst, ist entweder, weil du ein Start-up gründest, also deine Firma, oder weil du Immobilien kaufst, die du anschließend vermietest. Nur die beiden Gründe. Hör auf, Geld auf Pump. Nachher bist du abhängig. Und dann triffst du die Entscheidung nicht mehr frei. Auf keinen Fall. Es geht nicht darum, immer die teuersten und neuesten Klamotten zu haben. Es geht nicht darum, ein schickes, großes Auto zu haben. Ist nicht nötig. Folge deinen Träumen.
Bau dir ein Netzwerk auf. Bei mir in der Nähe, da gibt es eine internationale Schule. Also ich spreche von der internationalen Schule in Düsseldorf, in Kaiserswerth. Dort sind viele Schüler von Diplomaten, also viele Kinder von Diplomaten, von Führungskräften, Top-Führungskräften und von Unternehmern aus dem Ausland. Und die sind dann ein paar Jahre da, solange die Eltern halt in Deutschland tätig sind. Hey, wenn du als Schüler auf so eine internationale Schule kommst, da machst du ein super Netzwerk, ein internationales Netzwerk. Du lernst eine zweite Sprache richtig gut und du knüpfst ein internationales Netzwerk. Das ist eine coole Sache. Also was würde ich meinem 18-jährigen Ich raten, auf so eine Schule zu kommen? Das wäre echt cool. Und noch ein Tipp, du musst rauskommen. Rauskommen, weil Leute kennenlernen, Erfahrungen machen, das funktioniert nicht hinterm Computer. Nicht während du YouTube-Videos guckst. Raus, geh raus, lerne Menschen kennen. So. Dirk, was würdest du deinem 18-jährigen Ich raten? Was rate ich anderen? Das ist die Antwort. Ich weiß, über 40 Minuten, aber es lohnt sich. Ich freue mich auf deinen Kommentar unter dem Video. Lass uns diskutieren. Welche Fragen hast du? Ich lege gerne nochmal nach. Lebe deinen Traum. Es war nie leichter als heute. Es war früher so viel schwerer, seinen Traum zu leben. Heute, was soll dir passieren? Alles ist abgesichert. Lebe deinen Traum. So, Surfshop. Und ich zeige dir jetzt nochmal draußen. Draußen haben sie die Boards stehen. Wir gehen noch einmal raus und uns die Boards angucken. So, da sind schon welche. Aber das ist noch viel cooler hier. Das ist noch viel cooler. Wir haben ja auch eine Surfschule hier. Das sind die Leihanzüge, die Leihboards. Das sind so klassische einfache Surfboards zum Lernen. Und hier steht aber schon gutes Material. Das ist ein Sub. Richtig geiles. Also hier sind ein paar sehr, sehr schöne Boards zwischen. Sehr, sehr schöne Boards. Das ist Dubai. Der Strand ist hier um die Ecke. Wie ein kleines Kind im Spielwarengeschäft. So ist das hier für mich. Das ist so geil. So, jetzt können wir hier rum wieder rein. Nein, können wir nicht. Das ist die Dusche. Aber hier können wir rein. So, hier stehen auch noch Boards. Aber neue, teure. Draußen die gebrauchten. So, also. Surfshop in Dubai. Hinterlass mir den Kommentar. Ich bin neugierig. Teil das Video an all die, die für die es wichtig ist. Und abonnier den Kanal. Liebe Grüße. Hey, und wenn dir das jetzt gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben da. Gerne unten einen Kommentar, dass wir ein bisschen interagieren können. Und aktivier die Glocke. Hier unten gibt es die Glocke und du erfährst immer dann, wenn es ein neues Video gibt, automatisch von den News. Also, lass uns interagieren. Liebe Grüße, fette Beute.